Das Großmodell Cyrus SR22T 30cc AF ist ein wunderschönes Semiscale-Modell und basiert auf dem beliebten gleichnamigen zivilen Leichtflugzeug. Schlank aber stattlich und dabei mit einem Design, das sowohl atemberaubend als auch futuristisch wirkt, ist die Cyrus ein äußerst attraktives Modell. Das weiß-silberne Finish unterstreicht zudem den Understatement-Charakter dieses Flugzeugs. So wird das Modell auf der Homepage von Reisen Hobby beschrieben. Und es stimmt. Mit der Cyrus SR22T hat Reisen Hobby wieder ein tolles Flugmodell von Hangar 9 im Programm, das am Boden wie auch in der Luft begeistert. Unter der Motorhaube arbeitet der Evolution 33 GX, ein 33 Kubikzentimeter Einzylinder Zweitakt-Benziner. Der direkt angeflanschte, einfache Schalldämpfer verschwindet komplett unter der gut gemachten Kauli. Durch das am Rumpf angebrachte Dreibeinfahrwerk lässt sich die SR22 leicht transportieren und auf dem Modellflugplatz ist der Flieger in wenigen Minuten aufgerüstet. Tragflächen aufschieben, Servos anschließen, den 500 Kubikzentimeter großen Tank befüllen und schon kann es losgehen. Hält man sich an die in der Bedienungsanleitung angegebenen Werte hinsichtlich Schwerpunkt und Ruderausschlägen, wartet das Modell mit keinerlei unliebsamen Überraschungen auf. Direkt aber nicht übermütig folgt sie den Steuereingaben des Piloten, sodass schon nach kurzer Eingewöhnungszeit nichts gegen die ersten einfachen Kunstflugfiguren spricht. Auch hier kann die SR22 punkten. Ob Rollen, Looping, Auf- und Abschwung, alles klingt fast auf Anhieb. Genauso gut macht sich das Modell bei einem schnellen oder auch langsamen Überflug, hier mit gesetzten Klappen. Oder bei einem richtigen Touch and Go. Und dank des sparsamen Benzinmotors kann man die Flüge wahrlich genießen. 15 Minuten Flugzeit sind kein Problem. Zumal man ja nicht ständig mit Vollgas unterwegs ist. Und sollte einmal die eine oder andere Landung nicht auf Anhieb passen oder der Zug am Höhenruder beim Start zu früh erfolgen, so wird auch das bei dem Piloten keine Schweißausbrüche verursachen. Die SR22 reagiert auch in diesen Phasen nicht kritisch. Lediglich auf dem Bugrad möchte sie nicht zuerst aufgesetzt werden. Am originalgetreuesten sieht es natürlich aus, wenn die SR22 mit einem möglichst gleichbleibenden Anflugwinkel hereinkommt und zuerst auf dem Hauptfahrwerk aufsetzt. Die Cyrus SR22T ist ein wirklich tolles Flugmodell, das vom ersten Moment an Spaß macht.